Ist solch eine 11 Joule starke Paintball-Pistole gefährlich? Das Ganze testen wir mit Hilfe einer Grapefruit. Als erstes schießen wir mit Paintball-Kugeln. Die werden einfach in die Pistole reingesteckt. 3, 2, 1. Leider wurde die Kugel durch den Druck schon in der Pistole zerstört. Somit war der Schuss wirkungslos. Ich denke, die Geschosse sind für die 11 Joule Pistole nicht optimal geeignet. Viel besser eignen sich solche Gummigeschosse. Die kann man auch sehr gut zur Selbstverteidigung benutzen. Testen wir das Ganze jetzt nochmal. Wow, ein glatter Durchschuss. Da ist das Geschoss eingedrungen und da ist es ausgetreten. Was ein Loch!